Dieser Tierschutzskandal nimmt kein Ende. Es geht um Kuhkadaver, die wochenlang im Stall liegen, und um ein Veterinäramt, das seinen Pflichten nicht nachkommt. Der Landkreis Stendal bezog jetzt auf seiner Internetseite Stellung. Der Titel dramatisch: Denkschrift. Das Veterinäramt, die Soko und die Wahrheit. Im Kern geht es um diese Frage: Sieht der Landkreis Versäumnisse von Seiten des Veterinäramts? Die Antwort, die der Landkreis sich selbst gibt, ist kurz und bündig: Nein. Stern TV hat mehrfach über Recherchen von Soko Tierschutz e.V. in diesem Milchviehbetrieb in Sachsen-Anhalt berichtet. Die Tierschützer dokumentierten unfassbare Zustände: Kuhkadaver inmitten von lebenden Milchkühen, Tierskelette auf dem Betriebsgelände. Dieser Kadaver lag mindestens 18 Tage in diesem Stall. Und das, obwohl es in der Zwischenzeit sogar eine Kontrolle des Veterinäramtes gegeben haben soll. Friedrich Müllen von Soko Tierschutz e.V. meldete die Zustände an das Veterinäramt. Wir haben uns nach wenigen Tagen dieser Ermittlungen direkt ans Veterinäramt gewendet, allerdings mal anonym. Weil wir wollten ja mal sehen, wie reagiert ein Veterinäramt, wenn es nicht Angst haben muss, sozusagen danach von Soko Tierschutz in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Das erste Mal meldete er dem Veterinäramt die Missstände am 3. April. Da ist so ein Rinderbetrieb in Demker. Und da war ich unterwegs und habe gesehen, dass da tote, skelettierte Rinder hinterm Betrieb liegen. Da müsste dringend mal jemand vorbeischauen. Eine Kontrolle des Betriebes findet zunächst nicht statt. Dabei teilte uns das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie von Sachsen-Anhalt mit: Grundsätzlich gehen die Behörden des Landes anonymen Hinweisen auf Verstöße gegen den Tierschutz immer nach. In den darauffolgenden Tagen meldete sich Friedrich Müllen immer wieder beim Veterinäramt, fragt nach dem Stand der Ermittlungen. Der Landkreis schreibt in der Stellungnahme von inhaltslosen Gesprächen. In Wahrheit klangen die so: Guten Tag, ich hatte heute schon mal angerufen, da hatte ich mit einer Kollegin von Ihnen gesprochen wegen dem Milchviehbetrieb in Demker. Ich habe Ihnen, gemeldet, dass in einem Milchviehbetrieb haufenweise Kadaver rumliegen, teilweise Skelettierte, und ich will jetzt einfach mal wissen, ob da jetzt schon was passiert ist oder nicht. Wir hatten ja am Dienstag schon mal telefoniert wegen den Rindern da in Demker. Da wollte ich mal fragen, haben Sie da inzwischen was gefunden? Weiterhin behauptet der Landkreis Stendal, die darauffolgenden drei Telefonate 3.4. bis 5.4. dienten der Nachfrage, ob besagte Mitarbeiterin zu sprechen sei. Da die besagte Mitarbeiterin dienstlich eingebunden war, kam es zu keinem weiteren Gespräch. Das stimmt nicht. Richtig ist, am 5.4. fand sehr wohl ein Gespräch mit besagter Mitarbeiterin statt. Da brauchen Sie nicht viel suchen. Da liegen halt auch Tiere rum inzwischen, die halt nicht lange tot sind. Ein bisschen weiter im Hof, also im Prinzip zwischen den Rindern. Hinten, hinter der Silage, da liegen ja die Skelette rum. Ich habe das die letzten Tage gesehen. Also das hat sich sicher nicht geändert. Da gibt es aber auch Tiere, die in einem gesundheitlich so schlechten Zustand sind, dass sie nicht mehr aufstehen können und so weiter und so fort. Es ist halt schon eine erhebliche Dringlichkeit, glaube ich, gegeben, dass man da mal hinguckt, weil es kann doch nicht so wahr sein. Der Landkreis spricht in der Stellungnahme von kryptischen Meldungen. Richtig ist, Müllen beschreibt detailliert, wo die toten Tiere liegen. Da ist so eine große Halle, wo Milchtiere drin sind, und da liegen tote Tiere. Im Prinzip gibt es eine ganz moderne Halle vorne, und dann kommt eine zweite, nicht so ganz moderne, wo auch Milchtiere drin sind. Und da liegen zum Beispiel tote Tiere rum, und so wie die aussehen, liegen die da schon sehr lange. Eine Kontrolle seitens des Veterinäramtes soll es Tage später tatsächlich gegeben haben. In der Stellungnahme heißt es: Auf dem gesamten Betriebsgelände wurden keine toten Rinder oder gar skelettierte Teile davon vorgefunden. Fest steht, auch Tage und sogar Wochen nach der angeblichen Kontrolle lagen immer noch Kadaver auf dem Betriebsgelände. Dennoch, der Landkreis sieht keine Versäumnisse seitens des Veterinäramtes.